Ja, man hat ja viele Freunde, wohnt man mitten in Berlin. Aber wohn du mal in Kiel, Kollege, da kommt keiner hin. Doch ich hab mich dran gewöhnt, ich hab gelernt mit umzugehen. Umso mehr war ich erstaunt, dann eines Tages ihn zu sehen. Aus der Zukunft kam mein Ururenkel Hildebrand daher. Er hatte kaum noch Kleidung und sein Koffer wog nicht schwer. Wie wir Ratzen eben sind, gab schon nach 2 Minuten Streit. Denn er schimpfte auf mein Altertum und ich auf seine Zeit. Süchtig sprach er nach Produkten unserer Industrie. Plastiklöffel, Gartenzwerge, alle Arten von Chemie. Ich fress Schwefel und Phosphate und ich liebe letzten Endes Armaturen, Brettaroma, ganz speziell von Daimler-Benz. Ich werd irre, wenn ich all die schönen Ölbohrinseln seh oder vorne dicken Oma mit Elektrohöschen steh. Meine Brille hat am Bügel oben ein Torpedorohr und Geräuschkondome hab ich für mein strapaziertes Ohr. Hab ein Patriotenhebel eingepflanzt in mein Gehirn und ein Flirtgerät für Männer steuert meine Vorderstirn. Jede Creme, die entwickelt wird, gelangt an meine Haut. Um mein Glied habe ich mir Erektionsbeschleuniger gebaut. Meine Beine, Marke Siegfried, sind von ThyssenKrupp und Stahl. Mein Charakter ist aus Plastik, meine Meinung ist global. Meine Nase ist ein U-Boot und das taucht durch diese Welt. Meine Lieblingssüßigkeit, das ist ein Tütchen voller Geld. Modernes Leben, glückliche Zeiten, technischer Fortschritt, hygienisch und klar. Fähige Führer, die nie mit uns streiten, wozu auch sie führen und wir sagen ja. Ich bin süchtig nach Berufen, unsere Arbeitslotterie. Jeden Monat wird gewechselt, ist ne super Strategie. Letztes Jahr war ich erst Killer, war dann Pfarrer, dann Friseur, Striptease-Tänzer, Urologe, Kriegsminister und Dompteur. Auch in puncto Liebe wird gewichtelt und gelost. Ist ja schließlich ganz egal, wer gerade wen und wie liebkost. Meine letzten hießen Anna, Jürgen, Sophie und Marie. Mal war's gut, mal war's besser, aber ganz schlecht war es nie. Lustig ist der Rassenwechsel, der jetzt wöchentlich geschieht. Heute siehst du mich in Arisch, morgen bin ich Negroid. Kombinierbar ist es auch und mit besonderer Brisanz. Blauer Blick, krauses Haar, schwarzer Knackers, weißer Schwanz. Doch der allerneueste Kick ist ein Seelenaggregat. Er kann, wenn die Psyche in uns schwarze Löcher hat, einen aggressiven Cocktail aus Hormonen zubereiten. Und dann schlagen wir uns blutig wie in schönen alten Zeiten. Alles besser 2085! Yeah!